Die Nordseeinsel Borkum. An ihrem Weststrand befindet sich die Sandbank Hohes Riff, eine echte Seehundbank. Ihre volle Größe kommt nur bei Niedrigwasser zum Vorschein. Eine Bleibe auf Zeit und dennoch der Lieblingsplatz hunderter Robben, die hier vor und nach ihren Jagdausflügen ins Wattenmeer am liebsten dösen. Im Sommer suchen Robben gerne solche Sandbänke auf, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Gleich zwei Robbenarten sind hier, wie in der gesamten Nordsee, zu Hause. Die bis zu 300 Kilogramm schweren und 2,5 Meter langen Kegelrobben und die kleineren Seehunde. Beide Arten sind verwandt, gehören zu den Hundsrobben und teilen sich gern eine Sandbank. Kegelrobben sind die größten Raubtiere Deutschlands und haben eine etwas andere Kopfform als Seehunde. Die sind nur etwa halb so groß, mit 1200 Tieren hier auf Borkum aber in der Überzahl. Nur sie bringen auf den Sandbänken ab Juni ihre Babys zur Welt. Kegelrobben gebären ihre Jungen im Winter weiter nordöstlich auf Helgoland. Vor allem der kilometerlange Nordstrand auf Borkum ist ein Heuler-Hotspot, wie die beiden Jagdaufseher wissen. Hier drängen sich keine Badegäste, aber überall sind Strandspaziergänger unterwegs, die allein durch ihre Präsenz Seehundmütter unbeabsichtigt davon abhalten können, zu ihren Babys zurückzukehren. Und auch diesmal haben Johnny und Christian den richtigen Riecher. Gleich zwei Seehundbabys liegen unweit des FKK-Strandes am Ufer. Zwei junge Heuler, obwohl die beiden noch gar nicht das typische Heulen verwaister Babys von sich geben. Noch scheint der Hunger nicht so groß. Und weil sie zu zweit sind und nicht allein, lenkt sie das Spielen vom Fehlen der Mutter ab. Die beiden Babys, ein kleines Männchen und ein Weibchen, sind längst nicht mehr allein. Faszinierte Urlauber. Christian Fink nutzt die Gelegenheit, Informationsbroschüren zu verteilen. Aufklärungsarbeit über Heuler und deren Aufzucht. Und Verhaltensregeln für Touristen, die allen Seehunden möglichst fernbleiben sollten. Sonst bleibt den Robbenrettern nur, die Heuler mitzunehmen. Stark frequentiert dieser Strandabschnitt. Und von daher denken wir, dass es besser sein wird, sie hier einzusammeln und nach Norden-Norddeich zu schicken. Das Risiko ist einfach zu groß, dass Hunde oder Menschen jetzt an sie rangehen und sie berühren. 5 bis 10 Heuler pro Woche retten Johnny und Christian in der Hochsaison von Juni bis August auf diese Weise vor dem Verhungern. Die Kisten mit den Tieren werden zum Hafen gefahren. Dort wartet immer ein eigens für Heuler reservierter Transportcontainer, mit dem die Tiere auf die Fähre und zum Festland gelangen. Auf dem Festland kommen die Seehundbabys zuerst in Quarantäne. Eine gesonderte Abteilung des Waloseums in der Stadt Norden, eines Informations- und Erlebniszentrums für Meeressäuger. Damit soll gesichert werden, dass sie keine Viren und Bakterien mit in die Seehund-Auffangstation bringen. Bei der Aufnahme werden sie gewogen, gemessen und tierärztlich untersucht. Und sie bekommen von Tierpflegern wie Lene Kemper einen Namen. Bei der Aufnahmeuntersuchung bekommen die Tiere auch eine dauerhafte Erkennungsmarke zur Identifizierung. Dann geht es für ca. 10 Tage auf die Quarantänestation, in ein Becken mit Artgenossen. Lene bereitet derweil ein ganz spezielles Futter für die Babys zu. Da Seehunde laktoseintolerant sind, kann man sie nicht mit Milch füttern. Aber die Seehundstation hat ein eigenes Hausrezept entwickelt. Also das ist Lachsemulsion, was die Tiere hier als erstes bekommen in den ersten Tagen als Muttermilchersatz. Das ist im Prinzip flüssiger Fisch, das ist sehr, sehr fettreich, das wird mit Wasser noch verdünnt und jeden Tag wird die Futtermenge etwas gesteigert. Ab dem 8. Tag wird dann eine Breifütterung am Tag durch Fisch ersetzt.
und dann wird es jeden Tag gesteigert und dann sind sie nach 2 Wochen komplett auf Fisch umgestellt, sodass sie dann 4-mal am Tag nur noch ganzen Hering bekommen. Sie müssen sich erst einmal an ganze Fische als feste Nahrung gewöhnen. So auch Yoki. In den ersten Tagen, wo wir umstellen, müssen wir den Tieren immer noch ein bisschen helfen, den Fisch abzuschlucken. Das heißt, wir schieben den so ein bisschen nach. Das machen wir immer die ersten Tage, bis sie gelernt haben, den Fisch automatisch von alleine zu schlucken. Ja, in den ersten Tagen helfen wir dann noch ein bisschen. Er denkt hier gerade noch drüber nach, ob der Fisch lecker ist oder nicht. Ja, ich glaube schon. Jawohl. In den Becken lernen sie auch, den Jagdtrieb zu entdecken und Konkurrenzsituationen mit Artgenossen zu bestehen. Deshalb werfen die Tierpfleger ihnen hier regelmäßig Fische ins Becken. Also in der Seehundstation haben wir unterschiedlich große Becken. Die Größe der Becken bestimmen die Tiere letztendlich selbst. Je selbstständiger ein Tier ist, desto größer wird das Becken für die Tiere. Und hier haben wir jetzt gerade eine Gruppe, die eigentlich schon weiß, dass der Fisch gut für sie ist. Jetzt müssen sie nur noch verstehen, dass sie selbstständig fressen müssen. Und das fangen jetzt die ersten Tiere so langsam im Wasser an, dass sie den Fisch selbstständig fressen. Und das ist so der letzte und ja, der große Schritt vor allem auch, den Fisch selbstständig zu fressen, damit sie sich dann ordentlich Gewicht anfressen und dann auch wieder schnell fit für die freie Wildbahn werden. Bis August müssen sie soweit sein. Denn dann beginnen die Auswilderungsfahrten. 5 Seehunde, die jetzt jeweils über 25 Kilo wiegen, sind zur Auswilderung vorgesehen. Sie werden in die Weidenkörbe geladen und dann zum Transporter gebracht. Mit dem geht es 3 Kilometer weiter in den Yachthafen von Norddeich. Das Boot steuert die Ostspitze der Insel Jüst an. Denn hier, im Landschaftsschutzgebiet, ist der Strand absolut menschenleer. Es gibt viel Fisch und damit viel Nahrung für die Seehunde und dazu kaum Bootsverkehr. Die meisten der aufgepäppelten Seehunde werden am Ende der Aufzuchtphase genau hier in die Freiheit entlassen. So heute auch Yoki und Luisa. Und 3 weitere Seehunde.